Kritik muss auch in einem Rechtsstaat gegenüber Institutionen möglich sein. Schauen wir uns doch an, was es für Dinge gibt, die hier auch aufgegriffen werden. Wir reden von einer rechtswidrigen Hausdurchsuchung im Bundesverfassungsamt für Terrorismusabwehr vor einiger Zeit, die für rechtswidrig erklärt worden ist. Wir reden von Ermittlungen gegen eine unabhängige Journalistin. Und das sind Dinge, die angesprochen werden müssen. Denn, und das möchte ich ja schon in aller Deutlichkeit sagen, das Vertrauen der Bürgerinnen und der Bürger in den Rechtsstaat ist etwas Wichtiges. Die Unabhängigkeit der Justiz ist wichtig und Sie haben es selbst angesprochen. Ich komme aus der Justiz und ich möchte, dass dieses Vertrauen auch da ist. Jetzt sagen aber Justizvertreter, dass Sie genau dieses Vertrauen untergraben, nämlich die ÖVP, die Präsidentin der Richtervereinigung, sagt heute, die Vorwürfe sind völlig unangebracht und zurückzuweisen. Die Staatsanwaltschaftspräsidentin sagt, die pauschalen Unterstellungen sorgen bei uns für Entrüstung. Verfassungsjurist Heinz Meyer meint gar, die Attacken des Bundeskanzlers seien schamlos, durchsichtig und gefährlich. Und ihre Koalitionspartnerin Sigrid Maurer von den Grünen sagt sogar, die ÖVP hat ein gestörtes Verhältnis zur unabhängigen Justiz. Das ist ein ziemlich schwerer Vorwurf. Also letzteres ist völlig absurd. Die ÖVP steht natürlich ganz klar zur Rechtsstaatlichkeit und genau darum geht's. Und darum geht es auch mir als ehemalige Richterin. Ich weiß, dass die Staatsanwältinnen und Richterinnen hier wirklich gewissenhaft arbeiten. Wenn es aber hier Verfehlungen gibt, und ich glaube, das kann man nicht von der Hand weisen, dass wenn der derzeit amtierende Justizminister selbst sagt, dass er aus Twitter erfährt, dass der Regierungskollege hier mit einem Verfahren zu tun hat, dann kann man das nicht stehen lassen. Und dann ist es gut und richtig, dass man das anspricht, dass das auch der Bundeskanzler anspricht und dass wir jetzt Reformen einleiten, um dieses Vertrauen auch herzustellen. Für die Kontrolle der Justiz ist aber nicht der Bundeskanzler zuständig, sondern für die Kontrolle der Staatsanwälte sind Gerichte zuständig. Diese Hausdurchsuchung, die Sie so sehr kritisieren, hat eine Richterin genehmigt. Aber um es mal ganz konkret zu machen, der Chef von Novomatic, des größten Glücksspielkonzerns im Land, schickt dem damaligen Wiener ÖVP-Obmann Blümel ein SMS mit der Bitte um einen Termin beim damaligen Außenminister und ÖVP-Chef wegen, Zitat, erstens Spende, zweitens eines Problems, das wir Novomatic in Italien haben. Die Justiz wertet das als strafbaren Bestechungsversuch. Herr Blümel antwortet darauf nicht, sorry, so geht das nicht, sondern er setzt den Generalsekretär des Finanzministeriums in Bewegung. Und Sie als ehemalige Strafrichterin finden, da sollte die Staatsanwaltschaft nicht ermitteln? Ich finde zunächst einmal, dass in einem Rechtsstaat für alle die Regeln gelten, dass wir eine Unschuldsvermutung haben, die muss für jeden gelten, die muss auch für Gernot Blümel gelten. Das bestreitet ja niemand. Ich darf auch darauf hinweisen, Herr Wolf, dass es sowas wie einen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gilt. Eine Hausdurchsuchung ist eines der schärfsten Zwangsmittel, die die Strafprozessordnung kennt. Es gibt auch andere, gelindere Mittel, die man hier angreifen könnte und aufgreifen könnte. Stattdessen ist man mit einer Hausdurchsuchung vorgegangen. Und alles, was ich sage, ist, dass in einem Rechtsstaat der Unschuldsvermutung auch zum Durchbruch verholfen werden muss. Und das kann nicht als leere Floskel stehen bleiben.